Ja, herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute gibt es die zweite Einzelvorstellung zum Thema Mikrocar und Ligier. Wir stellen euch heute den Ligier JS60 vor. Im letzten Video ging es um den Due 6 Plus und im nächsten Video wird es noch gehen, haben wir da hinten stehen, seht ihr jetzt nicht, um den MGO X. Gibt es aber schon online bei uns ein Vergleichsvideo von allen drei Fahrzeugen, könnt ihr euch gerne auch anschauen. Ja, ich zeige euch mal, ich habe hier einen Prospekt, da gehen wir gleich genauer drauf ein. Und ich erzähle euch im Detail heute alles zu diesem Ligier JS60. Ja, wir werden wie immer vorne anfangen. Wie gesagt, es geht jetzt hier um den Ligier JS60. Das ist das aktuell neueste Modell aus der Ligier-Gruppe. Haben wir dieses Jahr jetzt hier den ersten stehen in Perlmutt-Weiß. Ich glaube für mich mit die schickste Farbe. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt. Ist nicht ganz weiß, ist Perlmutt-Weiß. Die Farbe ist in echt, ich weiß nicht, wie es auf der Kamera rüberkommt, wirklich schick. Fangen wir an mit den Alufelgen. Das Fahrzeug wurde jetzt hier von uns bereits umgerüstet auf Allwetterreifen von Nexen in der Größe 155-60-15-74T von Kumo. Alufelgengröße hier haben wir 15 Zoll. So, dann gehen wir weiter nach vorne, zeige ich euch die Scheinwerfer. Sind mittlerweile geändert in einen Linsenscheinwerfer. Hier oben hat man weißes LED-Tagfahrlicht drin. Machst du mal Licht an? Wir schauen mal, ob man das sehen kann. Einfach nur Standlicht an. Ja, seht ihr, wird wahrscheinlich wie immer in der Kamera ein bisschen flackern. Ist relativ schwach. Kannst du wieder ausmachen? Ne, kannst du ausmachen. Unten haben wir Nebelscheinwerfer drin. Die Front hat sich, sage ich mal, zum JS50 natürlich optisch ganz schön geändert. Ich finde es schön. Aber das ist natürlich Ansichtssache und kann jedem selbst überlassen sein, was er toll findet. Also für mich mit das schickste Auto aus der Ligier-Gruppe neben dem JS50. Ja, ich würde sagen, dann zeigen wir euch als nächstes den Motorraum. Kollege, mach mal die Motorhaube auf. Hier ist auch der neuere DCI-Motor verbaut. Habt ihr in den ein oder anderen Video von uns jetzt auch schon gesehen. Gehen wir noch mal ganz kurz drauf ein. Genau, also wir haben den 492 DCI-Motor, der ist schon mit Injektoren, der läuft zu dem älteren Motor wesentlich ruhiger, wesentlich angenehmer. Wir haben hier Bremsflüssigkeit, wir haben hier den Luftfilter, wir haben hier den Anlasser, den wir direkt sehen können, wir haben hier die Lichtmaschine, wir haben hier das Kühlwasser, wir haben hier das Scheibenwischwasser, hier das Typenschild verbaut mit Fahrgestellnummer drauf, für die, die es interessiert. Und ich glaube auch ein Unterschied zu den anderen Fahrzeugen, was auch nicht alle haben, wir haben Doppelscheibenwischer, also sprich zwei Scheibenwischer. Die meisten Fahrzeuge, die meisten Leichtkraftfahrzeuge haben, glaube ich, nur einen Einarmwischer. Ja, wir schmeißen einmal kurz an, damit ihr den hören könnt, wie sich das anhört. So. Ja, klingt alles ein bisschen. So, wir starten den jetzt einmal. Muss auch immer vorgeglüht werden. Hier hinten haben wir den Öleinfülldeckel, habe ich euch gerade nicht gezeigt. Ölmessstab haben wir hier vorne. Jetzt mal ein bisschen Gas. Gut, so, also so hört sich der Motor an. Nichts Spektakuläres, habt ihr zumindest an der Stelle mal gehört. Wir machen die Haube wieder zu und gehen weiter rum. Ich würde sagen, als nächstes gehen wir auf die Außenspiegel ein. Sind manuell verstellbar, in dem Falle jetzt hier mit Chromkappen. Wir haben eine Radlaufverspoilerung hier, die sich um das ganze Auto zieht im SUV-Style. Wir haben hier eine Chromleiste mit in der Tür drin. Finde ich schön, sieht optisch toll aus. Wir haben ganz normale Türgriffe wie aus einem Auto. Dann gehen wir weiter nach hinten. Du machst noch mal Licht an, dann zeige ich die Rückleuchten. Machst nur Standlicht an. Wir haben wirklich moderne, schöne Rückleuchten, finde ich. Also finde ich persönlich mit die schicksten Rückleuchten im Leichtkraftfahrzeugebereich. Seht ihr hier, wie die leuchten, ist so eine Art Lichtleiste in LED.
Wir haben des Weiteren ja eine Kennzeichenleuchte, ganz normal wie beim Auto. Wir haben hinten einen Wischer, haben auch nicht alle. Wir haben eine Heckscheibenheizung wie in einem Auto. Und dann seht ihr hier auch schon, was ich gerade gesagt habe, das ist der DCI-Motor verbaut und wir haben das Modell JS60. So, dann gehen wir weiter nach unten. Hier haben wir einen schicken Diffuser mit so, sag ich mal, Fake-Auspuffblenden hier verbaut, was natürlich keine Auspuffblenden sind. Wir haben hier jetzt kein PDC, aber eine Rückfahrkamera verbaut. Mache ich mal ran, könnt ihr sehen. Wir haben das andere Modell da hinten, der MGO X hat PDC, also Einparkhilfesensoren mit Kamera. Der hat jetzt hier nur Kamera. So, dann schauen wir weiter in den Kofferraum. Ja, ist wirklich, bin ich immer wieder überrascht, wenn ich hier reinschaue, ist super groß. Wir haben hier eine Trennwand drin komplett mit Hutablage, wo der Kofferraum komplett, sag ich mal, getrennt vom Fahrgastraum ist. Das gibt es von uns kostenlos bei jedem Fahrzeug mit dabei. Da ist drin eine Warnweste, ein Warndreieck und ein Erste-Hilfe-Set. Wir haben hier vom Motul verbaut Pannenspray, falls man unterwegs mal eine Panne hat. Der Kofferraum ist ausgekleidet mit Teppich. Das haben auch nicht alle. Der Due 6 hat komplett Plastik drin. Ist super schick hier drin. Ja, Kofferraum ist wirklich groß. Also da passen, was passt da rein? 4 Kisten Wasser? Ja. Also 4 Kisten Wasser passen da locker rein. Und die Trennwand, wenn man mal irgendwas Langes durchladen will, die kann man hier auch komplett rausnehmen. Das ist auch, glaube ich, noch sehr wichtig an der Stelle hier zu sagen. Ja, hier oben haben wir eine Schlaufe, womit wir das wieder runter machen können. Und wir machen hier mal den Größentest mit dem Kollegen. Der stellt sich mal drunter, damit man mal weiß, wie groß das ist. Du bist wie groß? 1,85. Ja, 1,85 groß, kann man ganz normal drunter stehen. Also hier hat das nichts zu tun irgendwie mit einem kleinen Auto. So, dann machen wir die Heckklappe zu. Dann gehen wir jetzt hier nochmal rum. Die Seite sieht aus wie die andere Seite. Wir haben hier noch den Tankdeckel. Kann ich euch zeigen, ist wie gesagt ein Diesel, kein Benziner. Das sollte aber, glaube ich, jeder wissen, der sich mit dem Bereich Leichtkraftfahrzeuge beschäftigt. Und dann gehen wir jetzt über zum Innenraum. Fangen wir an mit der Türverkleidung. Machen das Piepen mal eben aus. So, wir haben hier relativ schick lackierte Plastikeinlagen. Haben die früher auch alle nicht gehabt. Wir haben hier einen Griff zum Türaufmachen in Chrom. Wir haben hier die Boxen mittlerweile hinter einer Verkleidung. Die waren sonst früher in den Türverkleidungen immer oben drauf geschraubt. Die sind jetzt hinter der Verkleidung, wie bei einem ganz normalen PKW. Der Rest ist in Schwarzplastik gehalten. Sitze bei dem mit, ja, das Schickste eigentlich, finde ich, mit, sind Vollledersitze mit weißer Ziernaht. Zeige ich euch mal. Ich filme die einmal ab, die Sitze, damit ihr sehen könnt, wie die aussehen. Also sind Volledersitze. Kopfstütze ist höhenverstellbar. Wir haben ganz normal auch die in einem Auto einen Sicherheitsgurt. Dann gehen wir weiter zum Lenkrad. Lenkrad mit so Chromeinlagen hier, auch sehr schön wie in einem Auto. Ist komplett aus Plastik, kein Lederlenkrad. So, dann machen wir mal die Zündung an. Tacho auch ganz normal wie bei einem Auto. Tankanzeige, Geschwindigkeitsanzeige, Ganganzeige. Man könnte da oben sehen, dieses rote P ist für die Parkbremse. Ein Vorglühzeichen gibt es. Hier ist die Uhr. Hier ist nochmal das Tacho. Und dann zeige ich euch jetzt hier direkt, dass die Fahrzeuge auch ganz normal wie im Auto eine Funkfernbedienung haben, womit man auf- und abschließen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Funktioniert, wie gesagt, ganz normal wie beim Auto. So, abgeschlossen, schließen wir einmal auf. So, auf. Dann geht's weiter zum Radio. Haben wir hier ein Pioneer, das große Pioneer-Radio mit Touch, Android und Apple CarPlay verbaut. Dazu gibt es in dem Vergleichsvideo etwas ausführlicheres zu dem Radio. Ich mach mal leise hier. Moment. Also wie gesagt, ist ganz einfach mit dem Handy zu verbinden, das Radio, dass ihr Google Maps auf dem Radio ganz normal nutzen könnt. Wir haben dazu im Handschuhfach, wir haben hier heute leider extrem Sonne, das
USB-Verbindungskabel fürs Handy, womit ihr euer Handy sofort anschließen könnt und das dann sofort mit dem Radio verbunden ist. Ist natürlich auch über Bluetooth möglich, kann jeder machen, wie er will. Klar ist, glaube ich, auch jedem, dass die Fahrzeuge hier Automatikfahrzeuge sind. Sind alles Automatikfahrzeuge. Wir haben hier Fensterheber, zeige ich euch einmal. Elektrisch, links und rechts. Auch wie bei einem Fahrzeug, ganz normal, wie bei einem Auto oder beziehungsweise bei einem Pkw. Automatik gibt es sozusagen, D ist vorwärts, N ist Leerlauf, R ist rückwärts, ganz einfach zu bedienen. Hier haben wir den Heizungs- bzw. Lüftungsbereich, 3 Stufen für die Lüftung, wie bei einem Auto, oben, unten aufs Gesicht und warm, kalt, auch ganz normal, funktioniert wie in einem Auto. Wir haben hier einen Innenspiegel, könnt ihr mich auch mal sehen. Wir haben hier das Mikro für die Freisprechanlage. Das Fahrzeug hat natürlich auch eine Freisprechanlage integriert. Wir haben ganz normale Sonnenblenden mit Spiegel, mit Make-up-Spiegel wie in einem Auto. Wir haben hier den Dachhimmel in Schwarzstoff. Finde ich persönlich auch relativ schick. Ist zum Beispiel in dem Microcar Due 6 Plus in Schwarzplastik. Haben wir hier in Stoff. So, was kann ich euch noch zeigen? Handschuhfach, schauen wir noch mal kurz rein. Gibt es natürlich mit dazu, hole ich einmal raus. Anleitung für das Radio. Schauen wir einmal. Also, Radio haben wir verbaut. Für die, die es ganz genau haben wollen, ist hier verbaut das Pioneer SPH-DA250-DAB. DAB-Plus-Funktion ist verbaut für dieses digitale Radio. Es muss aber zusätzlich noch irgendwie eine Antenne rein. Also das funktioniert jetzt so nicht, haben wir schon rausgekriegt. Wir haben hier eine digitale Zusatzantenne bestellt. Die werden wir die Tage hier mal nachrüsten. Dazu wird es dann separat ein separates Video natürlich geben. Ja, hier die Bordmappe von Ligier, glaube ich, noch ganz interessant. Ein Bordbuch gibt es mit dabei, ein Checkheft gibt es mit dabei. Hier sind die Radioklammern mit dabei, falls man das Radio mal rausziehen muss, wie zum Beispiel wir jetzt, wenn man diese digitale DAB Plus Antenne nachrüsten will. Das machen wir jetzt wieder rein hier. So, also das war es, glaube ich, zum Innenraum gewesen. Hier kann man noch mal die Bedienung zeigen. Wir haben eine Hupe, die funktioniert. Standlicht, Abblendlicht, wir haben Blinker, Nebelscheinwerfer, Nebelschluss. Wir haben die Lüftungsdüsen, die man in alle Richtungen verdrehen kann, nach oben und nach unten. Ist ein bisschen an Renault angelehnt, glaube ich. Dann haben wir hier unten Scheinwerfer, Höhenregulierung, auch wie beim Auto ganz normal. Ja, hier ist der Türkontaktschalter zum Beispiel für das Innenlicht. Eine Innenleuchte haben wir natürlich auch. Ja, das war es, glaube ich, zum Innenraum. Ja, ich gehe jetzt noch einmal mit euch rum. Ich denke mal, das war es im Groben und Ganzen gewesen und ihr habt einen kleinen Einblick in diesen Ligier JS60 bekommen. Sollte es Fragen geben, gerne unten in die Kommentare. Wir werden versuchen, alle natürlich zu beantworten. Ihr könnt gerne auch auf unsere Internetseite vorbeischauen unter www.autozentrumduisburg.de. Blende ich an der Stelle ein oder anrufen unter 0203 601 78384. Telefonnummer blende ich auch rein. Und jetzt sprechen wir noch ganz kurz, haben wir hier hingelegt, über das Prospekt, was es dazu gibt. Da schauen wir einmal kurz zusammen rein, wenn das Licht technisch hier passt. So, du musst einmal aus dem Bild gehen. So, das ist das Prospekt dazu. Die Ledersitze habe ich euch gezeigt. Die Alufelgen haben wir hier auch drauf. Zeige ich euch einmal. Also Zusatzausstattung bei dem Fahrzeug kann man bestellen. Servolenkung, dieses CarPlay-Radio, was ich euch gezeigt habe. Einen Zusatz Boxenpaket kann man bestellen. Der DCI-Motor ist auch preispflichtig. Die Klimaanlage ist auch preispflichtig. Haben wir jetzt hier nicht drin, eine Klimaanlage. Die Kofferraumtrennwand kostet extra und Colorline schwarz, was auch immer das ist. Inklusive bei dem Scheinwerfer, sage ich schon, bei dem Fahrzeug sind die Scheinwerfer mit Full-LED Leuchtband, 4x Scheibenbremse vorne und hinten. Wir haben hier in dem Fahrzeug verstärkten Scheibenrahmen. Wir haben die 15 Zoll Alufelgen in Black Devil Design. Zeige ich euch noch mal kurz. Die sind beim JS60 auch inklusive. Habe ich euch am Anfang des Videos schon gezeigt. Dann haben wir das Autoradio, ja, das kleine Autoradio ist inklusive, wie gesagt, das große Radio ist auch preisgünstig mit dem Touch. Ein kleines Pioneer-Radio ist sonst inklusive. So, jetzt gehen wir noch kurz auf die Preise ein.
Grundpreis, werdet ihr jetzt hier, glaube ich, nicht sehen können, ist relativ klein. Bei dem Fahrzeug sind 14.133 Euro. Aufpreispflichtig sind die Klimaanlage, der DCI-Motor, die Servolenkung, die man extra bestellen kann. Hier unten die Kofferraumtrennwand, die ich euch gezeigt habe. Die kostet zum Beispiel 67 Euro Aufpreis. Das große Radio, das Zusatzboxenpaket gibt es aufpreispflichtig. Und Dach, jetzt weiß ich auch, was dieses Colorline ist. Dann ist das Dach schwarz, kostet Aufpreis 242 Euro. Also wie gesagt, Grundpreis 14.133 Euro. Die Zusatzsachen, die aufpreispflichtig sind, habe ich euch gerade genannt. Der Rest ist, glaube ich, bei dem Fahrzeug soweit inklusive. Dieses Fahrzeug, so wie wir es jetzt hier ausgestattet haben, kostet bei uns glatt 15.000 Euro. So, wir kommen zum Abschluss des Videos. Ich zeige euch an der Stelle nochmal unser rotes kleines Kennzeichen. Das zeige ich euch deshalb für die Leute, die gerne vorbeikommen wollen. Mal eine Probefahrt mit so einem Teil machen, können wir gerne anbieten. Jetzt natürlich im Lockdown nicht, also ab nächsten Jahr natürlich erst wieder. Und dann erzähle ich euch jetzt noch kurz was zur Finanzierung. Man kann die Fahrzeuge bei uns natürlich finanzieren, ab 3% über circa 10 Banken haben wir die Möglichkeit. Also wir finden da eigentlich für eine Finanzierung immer irgendeine Möglichkeit, ganz individuell auf den Kunden zugeschnitten. Gibt auch spezielle Banken, wir haben spezielle Banken auch für Rentner und Azubis. Ist ja sehr interessant auch, was wir jetzt gemerkt haben, eher sogar ältere Leute anstatt jüngere Leute. Also wir haben da spezielle Finanzierungsmöglichkeiten für Rentner. Und ja, wir sitzen hier in Duisburg-Walsum für die Leute, die das nicht wissen. Also wenn ihr mal so euch sowas anschauen wollt, Probe fahren wollt, müsst ihr nach Duisburg-Walsum kommen. Wir sitzen im Hülsermannshof, das ist ein Gewerbegebiet direkt an der A59. Und ja, das war's dann jetzt, sage ich mal, zu dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert gerne unseren Kanal, wenn ihr weitere Videos zu diesem Bereich hier sehen wollt. Und lasst einen Daumen nach oben für das Video da. Das war's, ich bin raus, ciao.